Hallöchen, liebe NHL 14 Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14 hier auf dem Kanal von Mr. Wurst. Ich bin FTZ Freak und begrüße euch herzlich zu Let's Play NHL 14 Part 8. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr aufgenommen. Das letzte Mal bin ich ja geraged. Tut mir nochmals leid, aber eben, es gehört auch dazu. Und heute spielen wir ein Heimspiel gegen HC Lausanne. Sie sind diese Saison erst aufgestiegen und schauen wir mal, wie dieses Spiel herauskommen wird. Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, weiter. Und ich habe jetzt auch länger kein NHL mehr gespielt und die Parts sind nicht wie bei den Spielen. Ja, sie kommen nicht am Spieltag oder so, die kommen immer. Also, das ist jetzt sicher etwa schon, das Spiel ist jetzt sicher schon 2 Wochen länger her, seit es gespielt wurde, aber das mache ich extra, da NHL 15 dann. Ja, doch, ist dann NHL 15. Wird sowieso auch wieder später rauskommen als die Saison. Oder gleichzeitig, ich weiß auch nicht. Aber so habt ihr auch länger Spielzeit, also ins Jahr hinein. Das Projekt wird dann sozusagen auch länger gehen. Aber bald wird auch Battlefield 4 kommen. Und wir beginnen gleich hier mit dem Spiel. Boah, ich muss mich wieder ans Spiel gewöhnen hier. Und Lausanne hat meiner Meinung nach nicht so schöne Trikots. Meiner Meinung nach. Aber... oder der Torwart zumindest hat keine schönen Schoner. Einfach rot und weiß. Okay, die teilen auch die Leibchen, aber so im Gegensatz zu ZSC finde ich die Zürcher Trikots schöner. Muss ich mal sagen. Wo ist der Pack? Monet hat ihn. Nein, jetzt nicht mehr. Und ich versuche natürlich heute wieder mal zu gewinnen, dass es in der Saison ein bisschen besser aussieht. So, passt zu Monet, Monet. Passt zu Scheppi, Scheppi schießt. Aber Torwart hält ihn. Ich komme wieder natürlich ein bisschen ins Kommentator rein. Kommentator-Dings rein, wie auch immer. Und im 10. Part wird es wahrscheinlich ein kleines Special geben. Wird wahrscheinlich zu zweit gespielt dann. Mal schauen, vielleicht mit Sven, vielleicht mit jemand anderem. Da überrasche ich euch noch. Warum ist Wolf eigentlich im Tor? Egal. Gegen Lausanne? Ja, okay, das stimmt schon. Gegen Lausanne wird er sicher gut sein, hoffe ich jetzt mal. Denn Lausanne ist kein starker Gegner. Eigentlich. Obwohl sie in der Saison besser dran sind als Rapperswil. Was abseits scheiße. Massenschlägerei. Nein. Spaß. Und ich gewinne dieses Bulli hier. Nein. Oh, das war auch ein super Pass, McCarthy, muss ich schon sagen. Sega aggressiv hier im Check. Berchi zu Bastel und Bastel schießt. Der Torwart hält sie nicht. Nachschuss hat Berchi aber nicht bekommen. Jetzt müssen sie zurück, meine Leute. Nun Shannon an der Scheibe. Passt zu Bastel. Bastel. Pass zurück zu Shannon, aber Shannon kommt diesen Pass gar nicht mehr. McCarthy. Das war ein Icing. Von Zidu oder wie auch immer. Nicht so gut im Französisch. Das Bulli. Verloren. Das erste Bulli verloren. Genau das. Ist hier. Backhand. Torwart hat ihn. Aber Nachschuss konnte von mir auch nicht verwertet werden. Meine Fresse.
Nein! Nein! Und das ist das 1:0 für Lausanne. Scheiße. Mit dem Nachschuss. Scheiße. Aber gar nicht lange fackeln, sondern gleich, wenn es geht, den Ausgleich erzielen. Nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor. Wolfmann, du hältst ihn jetzt. Ab jetzt hältst du ihn immer. Draxler nun am Pack. Lechton hat den Pack. Lechton, immer noch Lechton. Oh, was war das bitte? Vic will sich die Scheibe holen. Wer hat die Scheibe? Die Scheibe ist weiterhin im Spiel von Lausanne. Sega versucht zu checken. So, es holt sich McCarthy die Scheibe. Ja, McCarthy braucht Hilfe. Kommt dies aber nicht. Aber Lechton hat den Pack. Lechton, pass zu Draxler. Draxler nun. Mit dem Schuss. Aber der Torwart hält ihn. Aber er lässt ihn gleich wieder los. Eine Nachschussmöglichkeit wäre drin gewesen. Ich hoffe, mein Controller jetzt nicht allzu laut. Berchi holt sich die Scheibe hier. Aber wird gecheckt. Blindbacher. Nun Staffel letzter Mann gewesen. Das erste Drittel ist jetzt dann gleich vorbei. Und wie es aussieht, gehen wir mit einem 1:0 in die Pause. Also mit dem 0:1 Rückstand in die Pause. Uiui, das freut mich jetzt nicht so. Aber okay, so muss man leben. Shannon, mit dem Backhandschuss. Ui, hätte eine Nachschussmöglichkeit gehabt für Bastel. Sieger mit dem Check, aber kein Lausanne in der Mitte für den Nachschuss. Das war gefährlich. Lausanne ohne Helm. So, Pass zu Bastel, Pass zu Berchi. Berchi in die Mitte. Nein, doch nicht, doch. Ne? Er hat den Pack. Bastel will diesen Pack hier, aber er bekommt ihn nicht. Bastel will ihn. Bastel kämpft drum. Jetzt kommt noch Shannon. Aber die Lausanne können klären. Sieger. Checkt ihn fast über die Wand. McCarthy nur am Pack. Pass zu Shannon. Und Shannon lasiert jetzt einen Angriff. Aber habe ich mir den Pack abluchsen gelassen. Der Pass noch für Dings noch fertig gemacht. Den Check. Ja, aber ein Abseits von Lausanne. Das heißt, es gibt nun einen Bulli in der neutralen Zone. Dieses Bulli gewinne ich. So, Nilsson, der neue Mann. Nilsson mit dem Schuss, aber der Torwart konnte ihn abwehren. Jetzt wäre es gut, wenn ich das Bulli gewinnen würde und ein Bulli-Tor schießen würde. Das fände ich sehr gut. Bulli gewonnen. Schuss von Maurer. Aber der Torwart hält ihn schon wieder und wird schon wieder einen Bulli geben. Hier kriegt sie Scheppi mit. Was? Ah, den Namen kann ich nicht aussprechen, ey. 6 von 7 Bullies gewonnen, habe ich. Ah, jetzt habe ich wieder eins verloren. Also 8 von 6 gewonnen. 6 von 8 meine ich. Nilsson, ein Gewühle hier. Nein, kein Tor, kein Tor. Wolf hält diesen Pack hier. So, nun Maurer am Pack hier. Maurer mit dem Pass zu Nilsson. Und Nilsson schießt und oh, knapp am Tor vorbei. Jetzt hat Schnieder sich diesen Pack geholt. Pass zu Maurer. Maurer verliert den Pack aber. Und jetzt gibt es eine 2. Es gibt eine 2 gegen 1 Situation. Nein, eine 3 gegen 1 fast. Aber Wolf hält diesen Pack. Und nochmals. So, Schnieder im Angriff. Pass zu... Ah, Pass kam nicht an bei Berchi. Ah, ich habe mir den Finger verkrampft, Mann. Scheiße. Maurer mit dem Pass zu Shen. Shen mit dem Pass zu Bastel. Und der Rückpass zu Shen und der Schuss. Aber der Torwart hält ihn. Aber ein Gewühle. Der Torwart von Lausanne war am Boden gewesen. Aber es wird keine Strafe angezeigt gegen mich. Und Wolf hält mit einer Glanzparade. Sieger zu Bastel. Bastel muss hier einen Schlenzer machen. Bastel, Pass zu Shannon. Shannon, nun. Schuss. Nachschuss.
Aber nein, der Torwart von Lausanne hält diesen Schuss hier souverän. Die Nummer 1 von Lausanne hier im Tor. Keine Ahnung, wie sie heißt. Hier nochmal die Parade von Wolf. Und ich kenne dieses Lied auch. Und jetzt Scheppi. The boys are back. Und Blindmacher mit dem Schuss ab. Der Torwart hält ihn nochmals gleich. Und es ist 16.29 Uhr. Im Moment spielen gerade ZSC Lions gegen SC Bern. Soviel ich weiß. Ich habe jetzt gerade ein SMS bekommen, scheiße. Aber ich habe keine Lust, das zu lesen. Ah, Nilsson. Also sich. Nilsson holt sich den Pack und der Schuss von Nilsson. Und Morne mit dem Nachschussversuch. Aber kein Tor. Verdammte Scheiße. Stoffel. Stoffel holt sich diesen Pack. Der Pass zu Morne. Morne, Pass zu Scheppi. Zurück zu Morne. Der Pass rüber zu Scheppi und Scheppi schießt. Aber kein Tor. Nilsson nun am Pack. Nilsson versucht's mit der Verwirrung. Bei den Verteidigern. Aber das klappte nicht. Morne am Pack. Morne am Pack. Morne schießt. Aber der Praller vom Torwart konnte auch nicht verwertet werden, leider. Stoffel. Nun hat sich Shen die Scheibe. Der Pass kommt zu Bastl. Aber Bastl verliert den Pack. Bastl hier aggressiv. So, Wolf halt nun diesen Pack. Wolf passt zu Blindenbacher. Blindenbacher in der Offensivbewegung. Wird aber einklemmt. Bastl nun am Pack. Bastl am Pack. Bastl mit der Backhand. Mit einem Backhand-Schuss. Konnte aber nicht verwertet werden, leider. Eieiei. Schlimm, es steht immer noch 0 zu 1. Ey, scheiß. Die wandern. Ich will dieses Match hier gewinnen, bitte. Nicht verlieren. Oh, der Check von Maurer. Sehr schön fertig gemacht. Der Check von Seger auch. Dieser Schuss konnte nicht verwertet werden. Seger. Nun zu Wick. Und nun bin ich auf Angriff fixiert. Wick. Wick. Mit, immer noch mit dem Pack. Wick schießt. Einfach mal drauf hier. Aber es wird nochmal einen Bulli geben. 9 Sekunden vor Schluss. Hier kommt Lechton mit einem Lausanner in die Quere. Ein bisschen Handgemenge. Oder wie das heißt. Bastl am Bulli. Bastl verliert dieses Bulli aber. Wie es aussieht, gehen wir auch mit einem 0 zu 1 Rückstand in die zweite Drittelspause. Ja, wie es aussieht schon. Ja. Es steht immer noch 0 zu 1. Auch nach dem zweiten Drittel. Und. Boah, scheiße. Ui, ui. Und ich habe mir die linke Hand ein bisschen verkrampft, was mich jetzt nervt. Aber ich kann euch im Moment gerade sagen, wie viel es steht bei ZSC gegen Bern. Und es steht 2 zu 0 nach dem ersten Drittel. Oh yeah. Lausanne spielt im Moment gegen Ampri Piotr und es steht 1 zu 1. Also hier Live-Ticker in einem Spiel, das vor 2 Wochen stattgefunden hat. Voll live, ne? Theoretisch müsste ich heute eigentlich ZSC gegen Bern spielen. Dort sehen wir es an der Anzeige. Tafel Lausanne 1, ZSC 0. Leider. Bastl am Bulli. Bastl verliert dieses Bulli aber. Aber Bastl gleich hier auf Aggressivität aufgesetzt. So, Shannon hier. Sie spielen mit mir. Ja, zu zweit, ey. Nice. Oh, scheiße. Das ist eine 1 gegen 1 Situation. McCarthy. Wolf hält diesen Pack aber. So, nun Bergi in der Angriffsposition. Bastl. Bastl mit dem Pack. Bastl mit dem Pack. Bastl, der sie austrippelt. Ah, Bastl verpasst aber den Pack beim Schuss. Scheiße. Meine Fresse. Bergi will diesen Pack. Ich weiß es. Du willst den Pack. Bergi macht den Pass. Macht den, immerhin den Check fertig. Und jetzt will Seger diesen Pack sich holen. Aber das geht nicht. Shen macht den Check fertig. McCarthy. Aber geht nicht. So. Schuss abgefangen. Seger nun mit der Pack. Nun Scheppi an der Scheibe. Scheppi. Scheppi. Schießt. Aber der Torwart hält ihn einfach. Meine Fresse. Der Torwart ist gut. Nilsson kommt sich mit der Nummer 54 von Lausanne in die Haare.
Und nun, Scheppi gewinnt. Blindbacher schießt direkt drauf, aber der Schuss kann nicht verwehrt werden. Und jetzt will ich die Scheibe hier. Ja, schön. Mone behält die Scheibe in der in der Zone der Lausanne. Mone schießt, aber nein. Und jetzt fast ein Offside. Ich habe zum Glück verzögert eingestellt. Mone hier. Mone kribbelt ihn aus und schießt. Und nein, das hätte der Nachschuss sein können. Für Berchi, glaube ich. Nilsson schießt. Ein Abpraller. Wo ist der Pack? Bei Lausanne. Lausanne nun im Angriff. Doch Blindbacher will dies verhindern, aber es gelingt nicht. Stoffel. Aber der Pass ging ins Leere. Ging nicht in den Slot. Wolf hat den Pack. Boah, das war knapp, aber schön gemacht hier von Wolf. Oh, meine Hand, ey. Ich habe 9 von 14 Bullies gewonnen. Ja, Bastel gewinnt dieses Bulli. Pass zu McCarthy. McCarthy. Pass zu Bastel. Bastel fast alleine vor dem Tor. Bastel schießt. Nein, vorbei. Es wird eine Strafe angezeigt. Gegen Lausanne. Wisst ihr, was das heißt? Ich kann meinen Torhüter vom Eis nehmen. Warte, ist er schon vom Eis? Nein. Für einen 6. Ja, und jetzt wird die Strafe ausgespielt. Warum ich den Torwart jetzt rausgenommen habe, wenn ihr es nicht wisst, kann ich euch das mal kurz erklären. Wenn eine Strafe angezeigt wird gegen Lausanne, das wird mir auch angezeigt, dann ist es so, dass ich den Torwart rausnehmen kann und dann einen sechsten Feldspieler holen kann, weil sobald Lausanne den Pack nur ein bisschen berührt, wird die Strafe ausgesprochen. Also auch wenn sie ein Tor schießen, werden wir das nicht zählen. Darum kann ich mir sozusagen ein kleines Powerplay rausspielen, so. Nein, jetzt ab. Nein, scheiße, Mann. Sag ich mein. Ja, mein Torwart ist wieder auf dem Eis. Das ist gut. Nein, jetzt will ich kein Tor in Unterzahl kassieren. Nein! Scheiße, Mann, warum sind die offensiv als ich im Moment? Ich will den Pack, Mann. Ich will den Scheißpack. Ich will den Scheißpack. Warum? Warum gibt's gleich einen Bulli, wenn ich den. Was soll das? Ich will doch. Egal. Oh, ich muss dieses Powerplay jetzt aber bitte nutzen, wenn es geht. Ich will meine Powerplay, ja, Fabian, keine Ahnung, wie der heißt, werde jetzt mein Powerplay nutzen können, denn ich habe noch die Hälfte des Drittels nur noch, um hier ein Tor zu schießen, für den Ausgleich zumindest, um in die Overtime zu kommen. Zumindest das will ich jetzt mal versuchen, das ist jetzt mein Ziel. So, nun Scheppi. Scheppi muss die Scheibe jetzt einfach noch in der Zone behalten. Schöner Pass zu Sega. Sega zurück zu Scheppi. Scheppi hat den. Nein, nein, nein! Und da haben sie den Pack rausgespielt. So, wo ist denn mein Spieler? Hier. Gut. McCarthy am Pack. Nein, was mache ich hier? Okay, Sega. Nun das Aufbauspiel mit Scheppi. Scheppi, der Pass zu Monique gelingt nicht. Aber Scheppi will sich diesen Pack hier holen. Kann er das? Nein. Okay, aber ich habe den Pack wieder mit Sega. Ja, mit Sega. So, McCarthy. Pass zu Berchi. Berchi, du hast Gemenge. Berchi schießt. Aber kein Tor. Scheiße. Und die Strafe ist vorüber, glaube ich. Durchschuss! 1:1! Retor Scheppi! Ja, Mann! Gerade als die Strafe fertig war. Tor bei Vollbesetzung. Retor Scheppi! Ja, Retor Scheppi mit dem Slapshot hier. Nice gemacht. Das ist das 1:1. Da stand Mone dem Torwart vor der Fresse und nahm ihn damit die Sicht weg. Und es ist wieder alles offen hier in diesem spannenden Spiel, muss ich schon sagen eigentlich. Aber ich will das 2:1, wenn es geht. Aber eigentlich auch keins mehr kassieren, so wie das letzte Mal. Ihr wisst, glaube ich, noch. Darum bin ich auch so geraged. Nein, jetzt einfach kein Tor kassieren. Einfach keins kassieren. So, Vic. Und das ist eine 2 gegen 2 Situation. Aber Draxler holt sich diesen Pack noch. Schön. Draxler holt sich den Pack. Und der Pass ging zu Vic. Und in den Slot. Draxler. Ja, das ist das 2:1. Das ist die Führung. Moritz Draxler schießt das 2:1 mit der Vorlage von Roman Wick. Schön dieses Tor hier. Schön herausgespielt. Schön durch die Beine des Torwarts ins Tor. Moritz Draxler schießt das 2:1 für die ZSC Lions in der 15. Minute. Jetzt wird eine Strafe ausgesprochen gegen Lausanne. Und das gibt nochmal eine Powerplay-Situation für mich. Und ich könnte nochmal ein bisschen hinbringen.
Ja. Ich kann es nochmal reißen, ja. Aber ich verliere dieses Bull. Nilsson! Nein! Ey, das war doch. Nein! Mein Spieler liegt am Boden! Nein, Nilsson! Nein, bitte nicht! Nein! Wird das nochmal eine Strafe geben? Ich denke es. Ich denke es. Nicht? Habe ich jetzt eine. Habe ich jetzt. Gibt das jetzt eine Strafe? Habe ich jetzt ein 2 gegen 3 Powerplay? Nein, leider nicht. Aber geht es Nilsson wieder besser? Ich hoffe es sehr. Denn Nilsson ist wirklich ein scheiß guter Spieler. Muss man einfach mal sagen. Nein, das war zu weit, aber sie haben Offside angezeigt. Darum müssen die Lausanne nun aus meiner Zone. So, Mekassi mit dem Pass zu Bastl. Bastl nun hier alleine. Bastl versucht's alleine. Der Schuss. Aber der Torwart hat ihn. Shannon nun. Der Pass zu Mekassi. Mekassi schießt. Kein Tor. Ah, da konnte ich die Scheibe nicht mehr halten. So, neuer Aufbau. Bastl hier. Bastl. Mit dem Pass zu Shannon. Aber Shannon konnte die Scheibe nicht halten. Mit dem Pass zu. Wem auch immer. Vic hier nun am Pack. Seger. Okay. Nun aber wieder Offside. So, der Pass. Bastl. Na. Scheiße. Ich konnte die Scheibe leider nicht halten. So, Seger hier. Mekassi. Direkt mit dem Pass zu Vic. Vic zu Bastl. Bastl zurück zu Vic. Vic. Zu Bastl und Bastl schießt, aber kein Tor. Und das hätte einen Nachschuss geben können, wenn der Torwart die Scheibe fallen gelassen hätte. Ich will jetzt einfach kein Tor mehr kassieren. Ich will dieses Spiel für mich entscheiden, wenn es geht. Aber ich verliere schon wieder das Bulli. Aber Shannon wollte sich schon. Ja, Bertschi nun am Pack. Bertschi. Und der Schuss von Seger direkt. Es wird eine Strafe angezeigt. Schon wieder eine 4 Minuten Strafe gegen Lausanne. Das heißt, ich bin bis Spielende in Überzahl. Wie geil ist das denn? Warum gibt es jetzt eine 4 Minuten Strafe? Warum bitte? Doppel-Minner-Strafe für hoher Stock. Okay, das weiß ich nicht, was heißt. Ich weiß nur, dass hoher Stock. Ja. So, Stoffel mit dem Schuss. Der Nachschuss hätte verwertet werden können hier. Aber der Torwart von Lausanne. Ah, ja. Krass, 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 ne? Ja, okay. Schauen wir uns ein paar Szenen an vom Lausanne Torwart, der ja wirklich eigentlich gut pariert hat hier heute. Ups. Oh, ich bin am Bulli. Ah, Bulli verloren. Ich war ein bisschen abgelenkt. So, aber Mekassi. Okay, so, Wolf. Weg mit dem Pack hier. So, Mekassi an der Bande zu Bertschi. Bertschi. Okay, warte. Ist Offside dann gesagt? Nein. So, Mekassi. Jetzt habe ich Offside, ja. So, der Pass zu Mone gelingt natürlich Mekassi nicht. War klar. Mekassi legt sich. Nein, nur kein Tor kassieren. Das war der Pfosten. Ich will kein Tor mehr kassieren. Ah, da verpasst Chappie den Pack, weil er abgelenkt wurde durch den Lausanne. So, Mone an der Scheibe. Zu Mekassi. Mekassi spielt zu Bertschi. Bertschi hier. Ein bisschen Zeit verzögern. Und der Schuss. Das hätte ein Nachschuss geben können, da der Pack direkt im Slot liegen geblieben ist. Was ist das hier? Und Schuss. Aber kein Tor. Mané mit dem Check hier. Die letzte Minute hat begonnen. Mané nochmals an den Pack. Mané. Keine Abspielmöglichkeit. Doch Mekassi mit dem Schuss. Und das ist das 3 zu 1. Wuhu. Ich habe das Powerplay ausgenutzt. Ja, und ich bin immer noch im Powerplay. Geil. Ja. Und ich denke, damit, sie haben den Gasttorhüter vom Eis genommen. Okay, nice. Ich kann nochmals klar machen. Aber ich glaube, das ist schon klar hier. Sie haben ihren Torhüter vom Eis genommen. Ja. Ja, und das ist das 4 zu 1. Und ich lege mich hin. Shannon schießt das 4 zu 1. Und das ist die eindeutige Entscheidung. 20. Minute. Warum hat dieser Typ dort ein Pack? Auf dem Kopf, Mann. Ja. Und das war jetzt eindeutig die Entscheidung. Ja, geil, ich gewinne dieses Spiel mit 4 zu 1, außer ich schieße nochmal ein Tor. Oder sie schießen ein Tor, das ist mir auch egal, obwohl für die Torbilanz ist natürlich besser. Schieße ich echt nochmals ein Tor? Haben sie den Torhüter eigentlich immer noch vom 1? Ich glaube nicht. Nein, abseits, okay.
Oh, geile Sache hier. Ja, ist gut, Mann. Meine Fresse. Kann ich hier nochmal ins Tor reißen? Wäre schon geil irgendwie. Aber ich bezweifle es. So, Lechton noch mit dem Schuss. Uiuiuiui. Das hätte Nachschuss geben können. Und jetzt nochmal ein Bulli vor dem Lausanner Tor. Mal schauen. Vielleicht gibt es noch ein Bulli-Tor. Das wäre schon geil. Aber ich bezweifle es. So, Bulli eben sowieso verloren. Ja. Und das ist das 4 zu 1. Das ist der 4 zu 1 Sieg für die ZSC Lions. Oh yeah. Geile Sache, Mann. Woo. Nice. Das ist 4 zu 1, Mann. Das ist der 4 zu 1 Sieg, liebe Leute, Mann. Oh yeah. Geile Sache. Ich freue mich voll, ey. Danke, Mann. Danke. Ja. Spürt das Adrenalin immer noch in mir. Ich scheiß die Wandern. Wow, und eigentlich sollte es jetzt auch weitergehen beim Spiel ZSC gegen Bern. Live-Spiel. Naja, wir ja, gehen weiter. Ah nein, Lausanne spielt gegen Rapperswil, spielt Jona Lakers und steht immer noch 2 zu 0 und das Drittel hat erst gerade wieder begonnen. Hat eigentlich die Tore geschossen. Bietschi und Traxler. Okay. Ja. Puh. Nice. Und simulieren wir noch gleich bis zum nächsten Spiel und schauen noch einen Blick auf die Tabelle, weil das will ich mir jetzt nicht entgehen lassen, weil das ist jetzt auch wieder besser geworden. Hoffe ich mal. Er nach Platz 2. Und nun Amri hier. Wenn wir das Spiel gegen Amri gewinnen, sind wir noch ein Spiel von Amri entfernt und dann können wir Amri überholen. Das finde ich richtig geil. Wenn wir das Spiel verlieren und Genf gewinnt oder Rapperswil, dann haben sie uns schon überholt. Ja, okay, Rapperswil zwar nicht. Nee, Rapperswil nicht. Aber wenn Genf das nächste Spiel gewinnt und wir verlieren, dann sind wir auf Platz 3 immer noch. Aber bis jetzt sieht es gut aus, muss ich sagen. 8 Spiele von 54. Ja. Boah, scheiße. Die Amri, ja genau, die Amri. Die Amri sind vor dem Spiel gegen Zürich nach 8 Siegen in Folge. Uiuiuiui. Uiui. Bern, die Trainer der Kloten. Der Kloten. Die Trainer von Kloten und Bern halten ihre Statuhüter geheim. Okay. Interessant. Oh, aber geil, wieder ein Sieg hier. Ich feiere das gerade ein bisschen, wenn ihr es merkt. Ich finde es geil. Ja. Puh. Schon krass, ne? Ja, aber wie schon gesagt, einfach nur geil. Ja. Ja, Leute, wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge von Let's Play Angel 14. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn ihr einschaltet hier auf dem Kanal von Mr. Eisewurst. Bis dahin, Leute, wünsche ich euch einen schönen Tag und bis dahin, man sieht sich, euer FZF Freak. Bye bye.